Moin Leute, hier bin ich wieder. Und zwar heute mit was ganz Besonderem, was ich mir mal gegönnt habe. Und zwar mit dem Panasonic Multifunktions-Rasier, keine Ahnung, Multishape nenne ich das Ganze einfach, so wie es auch hier auf den Verpackungen steht. Ja, bin ich wieder da. Nass und trocken. Ja, was heißt das wohl alles? Was mag hier wohl alles hinterstecken? Also, ich wollte euch einfach mal ein bisschen was dazu erzählen, weil ich bin einfach total begeistert von dem Gerät. Hier habt ihr von Panasonic das Handstück. Ja, sieht ganz unspektakulär aus. Ist wasserdicht und gibt es mit Nickel-Cadmium-Akku und Lithium-Ionen-Akku. Ich weiß, dass man mit Lithium-Ionen-Akku, so wie ich ihn jetzt hier habe, eine Betriebszeit von circa 90 Minuten habe und eine Ladezeit von einer Stunde. So, das ist das Handstück. Das kostet allein bei Amazon 60 Euro. Den Link knalle ich euch unten in die Infobox rein. Ja, wie ihr sehen könnt, so sieht das Ganze hier aus. Wir wollen das jetzt hier auch nicht alles zu professionell machen. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wie das aufgeladen wird. Es ist leider kein USB-C. Schade, Panasonic. Ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass man hier USB-C dran knallen hätte können. Vielleicht kann man das auch mal hier austauschen mit einer Schraube. Vielleicht haut Panasonic da noch mal was raus nachträglich oder baut dieses Gerät mit USB-C. Dann braucht man das eklige, fette Ladegerät nicht ständig mitführen, sondern kann es am Handy-Ladegerät oder an der Powerbank aufladen. Das wäre mir schon ganz recht. Also, ja. Also, was kann ich mit diesem Gerät tun, fragt ihr euch. Ja, ich war auch sehr, sehr hin und her gerissen, habe mir gedacht, kaufe ich mir jetzt das Teil? Mein Rasierer ist jetzt nicht mehr der dollste, meine Zahnbürste ist nicht mehr die dollste. Ja, was macht man da? Tja, ausprobieren. Würde ich sagen, habe ich gesagt, getan. Hier stehen wir nun. Dann habe ich mir das Teil hier bestellt. Das ist der Barttrimmer. Also der war mit dabei. Das ist ein Starter-Kit gewesen für schlappe 80 Euro. So, wisst ihr, was ich damit mache? Damit rasiere ich meine Barthaare und, also stutze ich die und ich rasiere mir sogar die Kopfhaare damit. Total geil. Also meine Frisur ist top. Ich habe jetzt auch einen Panasonic Haarschneider oder Barttrimmer all in one und muss sagen, dass der hier dem anderen sogar überlegen ist, würde ich sagen. Mag vielleicht sein, dass er jetzt neuer ist, aber allein von der Ansammlung der Haare hier drinne ist das nicht so extrem wie bei dem anderen, den ich jetzt nicht unbedingt zeigen möchte, weil ich möchte keine Geräte hier schlecht reden oder so. Das müsst ihr selber für euch bestimmen, was gut und was schlecht ist. Allerdings kann ich euch nur meine Erfahrungen mitteilen und ja, also man sieht, ich habe ihn auch schon benutzt und das nicht nur einmal. Also ich benutze ihn jetzt schon ein paar Wochen und geiles Teil. Also hier stellt er auch die Millimeterzahl ein. Also klasse, wirklich klasse das Gerät. Ich liebe das. Ihr drückt hier hinten drauf, zack, zieht ihr es ab. Und schwuppdiwupp sagt er, boah, jetzt rasiere ich erstmal mein Gesicht. Zack, drauf und Kappe ab. Zack und los geht's. Und ich habe gedacht, ich hatte vorher einen Vierfach-Scherkopf, habe gedacht, oh, ein Zweifach jetzt, das wird ja so richtig gammelig sein, ne? Aber nein, Leute, wisst ihr was? Es dauert vielleicht ein bisschen länger, ne? Aber der macht eine gründliche Rasur. Also, da brauche ich meinen Vierfach-Scherkopf nicht mehr unbedingt. Also die Konturen kriege ich damit schon ein bisschen besser geschnitten, weil er eben auch kleiner ist. Und ich finde es schon irgendwo ein bisschen geiler. Also sowieso im Ganzen. Also dieser Kopf, den habe ich mir einzeln bestellt, kostet bei Amazon 25 Euro. Link knalle ich in die Infobox. Zack, das ist der Rasierer gewesen. So, dann habe ich mir gedacht, boah, mein Nasentrimmer, der ist ja schon ein paar Jahre alt und ich war nie so wirklich zufrieden. Auch von Panasonic. Ich habe alles von Panasonic.
Ich bin immer begeistert gewesen von dieser Marke und habe mir immer gedacht, der ist ein bisschen schwach und hast du nicht gesehen. Da habe ich mir gedacht, bestelle ich mir den hier gleich mit bei Amazon und knallt hier einfach drauf und zack, geht das Ding ab. Ich sag euch, also ich habe keine Nasenhaare mehr oder so. Das Ding, das rasiert euch wirklich alles weg. Ehrlich, das ist wie ein Rasenmäher. Das ist genial. Also ich bin total begeistert davon. Und ich würde sagen, probiert es einfach aus. Es ist einfach sein Geld wert. Dieses Teil, dieser Nasentrimmer, kostet nur schlappe 15 Euro bei Amazon. Link knalle ich euch natürlich wieder unten in die Infobox. Ja, dann komm ich zu dem Stück, wo ich echt am Hadern war. Zähne. Mit Zähnen spaßt man nicht. Zähne kosten viel Geld. Zähne brauchen Pflege. Ja, da kauft man sich eine Oral-B Zahnbürste oder eine Philips oder sonstige Zahnbürsten von anderen Herstellern, die alle gut sind und aber auch ihr Geld kosten. So, aber ich habe ja jetzt schon dieses Gerät hier und dann gibt es noch diesen Zahnbürstenaufsatz hier. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, soll ich das wirklich machen? Der Akku meiner Zahnbürste, der ist schon so platt. Und so eine gleichwertige Zahnbürste wieder zu kaufen, muss ich 200 Öcken auf den Tisch legen. Und das wollte ich einfach nicht. Und habe mir gedacht, gut, probieren wir es aus. Sieht jetzt nicht doller aus, muss ich sagen. Aber reicht. So sieht das Ganze aus. Die ist dabei. Und noch eine ist dabei. Eine weichere. Und ich habe es getestet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert, wirklich. Ich bin total begeistert. Wisst ihr warum? Bei gewissen Zahnbürsten, ich sage hier keine Markennamen, leuchtet das Licht. Und wenn ich morgens aufstehe um 6 oder um 5 Uhr und dieses Licht, das kann man nicht dimmen und das scheint dir noch in die Fresse, während du deine Augen noch beim Zähneputzen zu hast, sozusagen. Und das blendet dich einfach und das nervt einfach die ganze Zeit. Ja, da habe ich schon keinen Bock mehr zum Zähneputzen, ganz ehrlich. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, dass ständig dieses aufhört, Seiten wechseln, Zähneputzen. Ich bin noch gar nicht fertig vielleicht auf der Seite, vielleicht muss ich ein bisschen länger machen. Das nervt mich einfach. Das kann man auch nicht ausschalten. Das habe ich bei diesem Gerät hier nicht. Ich putze so lange, wie ich brauche. Und ich putze auch immer über 2 Minuten. So. Und wenn ich mal 1,5 Minuten putze und meine Zähne sind sauber, dann sind sie eben halt sauber. Und das ist alles voll in Ordnung. Und ich muss sagen, ich habe ein gutes Gefühl mit der Zahnbürste. Und die Zähne fühlen sich glatt an, sehr lange glatt. Und es holt alles zwischen den Zahninnenräumen raus. Wo ich schon wieder bei den runden Bürstenköpfen gesagt hätte, das schafft sie nicht unbedingt. Ist aber dahingestellt. Also ich will hier nicht schlecht reden oder so. Aber ich sag mal so, dieser Aufsatz kostet auch nur schlappe 25 Euro. Den könnt ihr hier auseinander trennen. Zack. Dann könnt ihr einzeln neu kaufen. Und zusammen mit dem Teil hier kostet es dann eben 25 Euro. Ich meine, nach einer Zeit verkalkt das hier vielleicht, wenn man das nicht immer trocken macht. Und dann ist es nicht mehr so schön. Und für 25 Euro kann ich mir das Juste neu kaufen. Genauso wie hier Scherköpfe oder so, brauchen wir nicht lange einen Kopf machen. Mein Gott, ich kaufe mir keinen Scherkopf, kaufe mir das Ding da gerade neu für 25. Oder hier Haarschneider oder Nasentrimmer. Mein Gott, das Ding hält ewig. Ja, ich kann euch dazu sagen, dieses ganze Set, das hat ja unter 200 Euro. Und das ist kaum zu glauben, ne? Das ist kaum zu glauben. Und wisst ihr was? Ein Ladegerät mit in Urlaub nehmen. Das alles in irgendeine Box packen. Ich habe mir jetzt so eine Box gegönnt. Ich habe da noch eine Verschlusskappe. Habe ich noch hier mit reingetan. Ach ja, die könnt ihr hier zum Schutz, könnt ihr die hier noch mit draufklemmen. Zack, dann habt ihr nur das Gerät. Wenn das mal kaputt ist, wie gesagt, 60 Euro nur. Und ihr könnt alle Aufsätze draufknallen oder, ja, wie gesagt, es gibt noch einen breiteren Haarschneider hier, Haartrimmer für den Kopf.
Der kostet auch nur 25 Euro. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir den hole. Ich schätze mal, ja, das werde ich wohl tun. Um den auch allein zu testen, wie gut der ist. Weil es einfach eine geile Sache. Also, ich kann nur sagen, Leute, spart nicht. Seid nicht geizig. Kauft euch das komplette Set. Kauft euch am besten das Starter-Set. Das ist das beides zusammen. Vielleicht haut Panasonic nochmal was anderes raus. Ja, ich bin sehr positiv überrascht und lege euch ans Herz, das mal auszuprobieren. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und falls mich die Leute noch fragen, was benutzt du für eine Zahnpasta und hast du nicht gesehen? Also ganz ehrlich, ich habe eine ganz billige Zahnpasta, die benutze ich. Und ich zeige euch die jetzt einfach mal. Das ist diese hier. Tja. Was kostet? Ich glaube, ich habe 1,50 bezahlt. Und ich bin sehr begeistert und ich würde sagen, ich habe gute Zähne. Laut meinem Zahnarzt für mein Alter. Und ja, da braucht ihr nichts Besonderes. Ich habe auch die Elmex und hast du nicht gesehen. Alles gut. Nehmt eine schöne, vernünftige Zahnpasta, die euch schmeckt und habt einfach Spaß damit. Probiert es einfach aus. Wenn es nichts ist, mein Gott, dann könnt ihr das Gerät zurückschicken und die Zahnbürste zum Beispiel ist dann eben, dann behaltet ihr die als Andenken. Je nachdem. Aber ich bin sicher, euch wird es gefallen, weil auch das Rasurergebnis ist einfach nur top. Wirklich top. Es macht richtig Spaß. Ich bin wieder gerne im Bad, ich rasiere mich wieder gerne. Das war immer so eine Sache, so oh, schon wieder rasieren, oh, das zieht und hast du nicht gesehen und hier und da. Nein, das habe ich nicht mehr. Testet es einfach aus. Also, bis dahin, Leute, ich hoffe, ich konnte euch helfen und viel Spaß noch bei eurer Männerpflege. Bis dahin, ciao.